Herzlich willkommen heute bei Aktien im Fokus, dem Format von Freestocks in Fit for Finanzen in Kooperation, wo wir uns eine US-Aktie genauer anschauen aus fundamentaler Sicht, aus Sicht der Charttechnik und das Ganze in rund 10 Minuten hier auf den Punkt bringen. Und auf den Punkt habe ich auch den Roland hier in der Leitung. Guten Morgen, Roland. Hallo Andreas, schönen guten Morgen. Ja, schön, dass wir heute über eines der Urgesteine im Mischkonzernsektor sprechen. Eine Honeywell, das klingt wie ein Wellness-Salon erst einmal, aber ist weit gefehlt, was ganzlich anderes. Genau, damit hat es nichts zu tun bei der Honeywell. Wir schauen jetzt mal an, was das Unternehmen macht. Gibt es schon sehr, sehr lange, aber das ist auch sehr breit, sehr diversifiziert aufgestellt. Und hier hast du die wichtigsten vier Sparten einmal mitgebracht und als Bild aufbereitet. Also zum einen liefert das Unternehmen ist ein Zulieferbetrieb letztendlich für die Raumfahrt und auch für die Flugindustrie, sogar Verteidigungs- und Raumfahrtflugzeuge werden hier mitgebaut. Das heißt, unter anderem ist auch die NASA einer der Abnehmer. Das klingt spannend. Also während sich nicht auf die Gebäude konzentrieren möchte, auch da in der Gebäudetechnologie sind sie federführend. Das waren auch die Ursprünge. Der ist hier richtig aufgehoben. Materialien, Technologien spielen da immer eine Rolle. Es wird ja oft überliefert, dieser Werkstoff zum Beispiel, der wurde schon in der Raumfahrt verwendet. Und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Honeywell da seine Finger mit dem Spiel hat. Ganz genau. Also da versucht man auch immer sehr innovativ zu sein entsprechend und dann vielleicht auch die Materialien in sehr speziellen Bereichen auszuprobieren, bevor man sie dann auch vielleicht im Massenmarkt einsetzt. Genau, das geht bis hin zu Barcode-Scannern und sprachgesteuerter Software. Also ganz, ganz breit aufgestellt. Wir fangen mal bei den ersten Schritten an, die Honeywell vollzogen hat. In der Nähe von New York in New Jersey sitzt der Konzern und er hatte auch Flugschreiber im Angebot und ist Miteigentümer der einzigsten Uran-Konversionsanlage in den USA. Nie gehört vorher. Habe ich vorher auch nicht gehört, aber das scheint insbesondere wichtig zu sein, um dann die Vorstufe quasi der Uran-Anreicherung, und das scheint das einzige Unternehmen in den USA zu sein, das in diesem Bereich hier unterwegs ist. Das Unternehmen ist schon sehr, sehr alt, 1885, also vor fast 150 Jahren schon gegründet von einem Albert Butz, Sohn eines Schweizer Einwanderers, letztendlich als Butz Thermoelectric Regulator Co. in Minneapolis und später wurde das Unternehmen dann erst umbenannt. Genau, und das ist der Vorläufer von unseren Thermostaten. Also die Gebäudeinnentemperatur muss ja auch irgendwie geregelt werden, im Idealfall automatisiert. Das wurde damals schon als Grundstein hier von Honeywell ins Leben gerufen und später mit einer Fabrik in Minneapolis, die hieß dann noch Minneapolis Heat Regulator Company, zusammengeführt. Und ja, letzten Endes entstand dann dieses Uhrenthermostat, was wir heute an vielen Heizkörpern kennen. Ganz genau, das hat bis heute Bestand. Teilweise wird es mittlerweile schon ersetzt, wenn es dann um die Fußbodenheizung geht, läuft es dann auch voll elektronisch entsprechend. Aber ansonsten kennen wir ja immer noch dieses typische Uhrenthermostat. Ja, und die Diversifikation geht natürlich noch viel, viel weiter. Spätestens als das US-Verteidigungsministerium hier ein computergestütztes Verteidigungssystem aufbauen wollte, da war Honeywell ganz vorn mit dabei und hat auch seine Expertise in Richtung Netzwerke, Computer gezeigt. Genau, da hat man ganz eng auch mit den Behörden zusammengearbeitet und kaufte dann auch 1970 die Computersparte von General Electric. Die wurde aber dann mittlerweile auch wieder abgestoßen und an Bull verkauft. Und wie du schon eingangs sagtest, auch bei den Verteidigungssystemen ist Honeywell mit positioniert. Waffenproduktion, ein hartes Wort, aber auch das gibt es im Konzern oder gab es. Das wurde ausgegliedert später 1989 in die Alliant. Das ist der größte Produzent jetzt von Munition und Landminen, darf aber nicht unerwähnt bleiben. Ganz genau. Und seit 1999, da gab es dann die Fusion mit Elliott Signal und da ist dann letztendlich der Firmenname Honeywell entstanden, wie man ihn bis heute kennt. Dann gab es noch weitere Übernahmen, Ausgliederungen hin und her. Wir wollen das gar nicht bis ins Detail hier aufführen, sondern nur noch mal die Prozente von den Umsätzen hier mit reinbringen. Und da sieht man, es ist sehr, sehr gut diversifiziert. Also es gibt nicht eine Sparte, die das komplett dominiert. Die kleinste, in Anführungsstrichen, Sparte mit knapp 10 Milliarden Umsatzbeitrag im Jahr 2015 war Energiesicherheit. Ja, da ist man wirklich sehr, sehr breit aufgestellt, hat hier fast ja 9 Säulen sind es, die man hier hat und keine ist da stark übergewichtet. Also von daher ist das sehr, sehr breites Produktportfolio, was natürlich auch gut ist. Sollte es in einem Bereich mal nicht so gut laufen, kann das sehr gut durch die anderen Säulen aufgefangen werden.
International vergleicht man die Firma auch gern mit einer Siemens, ist ähnlich. Und von der Entwicklung her kann das natürlich nicht irgendwie die Bäume in den Himmel wachsen lassen, weil klar, die eine Säule fängt auch die andere auf, wenn es mal nicht so gut läuft. Auf der anderen Seite bremsen dann vielleicht auch 8 Säulen, wenn eine extrem gut läuft. In Summe gibt es Gewinne jedes Jahr, ja, aber die wachsen eben auch nicht in den Himmel. Genau, das ist eher jetzt eine Stagnation auf hohem Niveau, könnte man sagen. Konstante Gewinne über die letzten Jahre mit einem kleinen Einbruch hier 2017. Aber es ist natürlich hier kein exponentielles Wachstum zu sehen, wie in vielleicht manchen Technologieunternehmen. Genau. Das hat aber auch den Vorteil mit sich gebracht, dass man hier keinen Corona-Einbruch gesehen hat, zumindest keinen starken. Ich habe dazu mal die Umsätze hier aus den letzten 10 Jahren skizziert und da hielt sich die Corona-Zeit auf die Firma bezogen durchaus in Grenzen. Genau, durchaus in Grenzen. Das ist eher ein sehr moderater Einbruch gewesen im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen. Und ja, 2021 ging es schon bergauf und auch der Ausblick für die nächsten Jahre sieht positiv aus. Genau, und da wollen wir auch mal in die Zukunft blicken, was es noch für Neuerungen geben könnte. Da habe ich einen sehr interessanten Artikel gefunden. Da geht es tatsächlich um das Thema Quantencomputing, also dass Computer hier quasi mit kleinsten Bauteilen so schnell Dinge umwandeln und für uns adaptieren, dass vielleicht Produktionsprozesse irgendwann komplett vom Computer gesteuert werden und der Mensch gar nicht mehr irgendwie eingreifen müsste. Ja, ist ein sehr interessantes Thema und hier arbeitet man auch sehr eng dann mit entsprechenden Forschungseinrichtungen zusammen, hier zum Beispiel mit der renommierten Cambridge-Universität. Da freut man sich natürlich auch. Als Aktionär freut man sich. Die Dividendenpolitik, die ist durchaus auf die Aktionäre ausgerichtet. Wir haben eine Kontinuität innerhalb der letzten 29 Jahre gesehen. Damit zählt Honeywell zu den Dividendenaristokraten. Ja, auf jeden Fall. Das sieht sehr positiv aus. Ein konstanter Dividendenwert über, du sagst es, fast 30 Jahre. Von daher, und die Aktie ist auch nicht besonders volatil im Vergleich zu Technologiewerten, dass vielleicht da sehr viel durch den Kurseinbruch dann wieder negiert wird. Von daher, ist das sehr positiv, diese Zahlen. Ja, die Dividendenrendite kann sich auch sehen lassen. Steigende Ausschüttung über die letzten Jahre. Und du sagtest schon, die Aktie ist weniger volatil. Jetzt hast du uns neugierig gemacht. Lass uns doch mal reinschauen. Ja, schauen wir uns die Aktie gerne hier im Freestocks-Web-Trader an. Wir können auch etwas rauszoomen und dann in der Vergangenheit anfangen. Hier sieht man den Corona-Rücksetzer. Da lag die Aktie im Tief bei der runden Marke von ca. 100 Dollar. Dann hatte man sich im Jahr 2021 bis zum Sommer diesen Jahres mehr als verdoppelt. Im Hoch lag die Aktie bei 236 Dollar. Und seitdem ist es eigentlich eine leicht abwärts gerichtete Konsolidierungsrange, die sich hier ausgebildet hat. Und man versucht jetzt hier im Bereich von ca. 168 bis 170 Dollar einen Boden auszubilden. Den Trendkanal kann man natürlich auch weiter nach unten ziehen, aber ich denke, dieser wurde mehrmals hier auch angelaufen. Und da ist man ja auch wieder im Bereich der unteren Trendkanalbegrenzung. Das andere waren eher Übertreibungen nach unten, könnte man so sagen. Und hier versucht sich die Aktie zu stabilisieren und könnte auf diesem Niveau durchaus vielleicht auch ein interessanter Kandidat sein, um sich mittelfristig zu positionieren mit einem recht engen Stop. Ansonsten sollte diese Marke hier unterschritten werden. Unter 166 Dollar könnten da weitere Abschläge folgen, vielleicht bis in den Bereich von 150, 155 Dollar. Aber auf diesem Niveau könnte hier vielleicht ein weiterer Aufwärtsimpuls starten. Ansonsten, wer sehr defensiv an die Sache rangeht, wartet dann, bis sich dieser mittelfristige Abwärtstrend nach oben aufgelöst hat und wir dann auch die gleitenden Durchschnitte wieder zurückerobert haben. Und ich denke, aufgrund der Größe und der Historie sind auch einige Pensionsfonds und große institutionelle Anleger hier mit an Bord, oder was meinst du? Ja, da sind ganz sicher auch die großen bekannten institutionellen Anleger mit an Bord und werden natürlich auch die Gelegenheiten nutzen, dann vielleicht hier auf diesem Niveau oder leicht darunter günstig einzusteigen. Ja, vielleicht haben wir auch einen schönen Impuls jetzt mitgeliefert, wieder für alle Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich freue mich schon aufs nächste Format mit dir, Roland Jürgen. Ganz lieben Dank heute erst einmal. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Ciao.